Der Zittauer Stadtrat hält die geplante Flüchtlingsunterkunft in Hirschfelde für ungeeignet. Er fasste gestern Abend einen entsprechenden Beschluss. Mit dem beschlossenen Änderungsantrag sprechen die Mitglieder des Stadtrats das klare Bekenntnis zum Recht auf Asyl aus. Gleichzeitig werden im Beschlusstext die verantwortlichen Behörden dazu aufgefordert, in der konkreten Ausgestaltung der Unterbringung von Menschen auf die örtlichen Gegebenheiten Rücksicht zu nehmen. Oberbürgermeister Zenker wurde beauftragt, auf die Festlegung alternativer Unterkünfte zu bestehen und mit dem Landkreis Görlitz dazu in Verhandlung zu treten.